Servus Leute und herzlich willkommen zur letzten Folge vor dem großen Umschwung. So, und da ich die letzte Folge schon so ein bisschen gefühlsduselig hier beendet habe, wollen wir jetzt einfach mal nochmal komplett einfach uns das bisherige angucken, gehen nochmal in die Wüste, gehen nochmal zum Tempel, gehen nochmal zum Baum des Lebens, gucken uns das alles nochmal an, was wir da so hatten. Weil diese Sachen außerhalb des Dorfes werden in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich, wenn alles klappt, nicht mehr da sein. Ich meine, das Dorf, was wir hier so mühevoll gebaut haben, das will ich einfach nicht aufgeben. Ich will jetzt auch nicht ein neues Modpack komplett neu anfangen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen hängt man ja doch dran. Man hat jetzt hier, ich will es gar nicht ausrechnen, 300 mal 20 bis 25 Minuten reingesteckt. Man hatte Spaß dran, man hatte viel Arbeit dran und man hat es ja doch lieb gewonnen. Ich weiß nicht, wie ich es euch... Na toll, jetzt habe ich mich natürlich in dieser Situation versprochen. Verdammt. Man hat es ja doch lieb gewonnen und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich will das Ganze hier eigentlich noch sehr, sehr gerne weiterführen. Und ich will halt aber trotzdem ein bisschen was Neues reinbringen. Deswegen... lassen wir das alles hier und bringen einfach was Neues rein. Allerdings, um was Neues reinzubringen, müssen wir halt auch was Altes aufgeben. Und das ist halt das komplette Umland. Aber ich würde jetzt gerne noch einmal einen kurzen Rundgang machen, was wir denn so alles bisher erlebt haben. Machen wir hier Prä-300-Special-Folge Rückblick in die vergangenen 298 Folgen. Boah, das ist einfach schon so eine große Zahl. Das ist einfach so eine gigantische Zahl. So, aber lang ist's her, da kamen wir aus dem weiten, weiten Westen, sind gestartet auf einem riesigen Baum inmitten der Blätter und mussten erstmal versuchen, runterzukommen, ohne zu krepieren. Sind wir unseren ganzen Weg hier rüber geschlendert, durch Feld und Tal an, ich glaube, zwei NPC-Dörfern vorbei. Und kamen dann irgendwann da hinten am Fluss an. Wo an der Ecke der große Hügel war, wo jetzt unser Turm draufsteht. Boah, ist da noch früher, als wir uns da oben an dem Hügel an diesem Baum orientiert haben, aus der Ferne. Das ist auch schon her. Ach, das war schön. Und dann kamen wir irgendwann hier am Fluss an. Der Pilz da an der Ecke, der steht immer noch. Der Gude. Dann haben wir hier den Grundstein gesetzt. Ich weiß noch, hier auf der linken Seite neben dem Haus, hier wo jetzt der Garten ist. Beziehungsweise, ich glaube sogar hinterm Haus war das hier, hinten irgendwo. Da stand dann die erste Truhe, da wurde das erste kleine Feld angelegt. Und ich glaube, da habe ich noch so schön aus Spaß gesagt, ja, das ist das, mit dem alle kleinen Minecraft-Let's Plays anfangen. Man hat eine Truhe, ein Bett nebendran, einen Ofen und eine Werkbank. Ach ja. Aber so ist es halt. Ja, und dann haben wir angefangen, dieses kleine Häuschen als erste Behausung aufzubauen. Das war auch noch was. Dann haben wir ja den Weg da hinten zur Mine gebaut. Und vorher hatten wir ja noch hier, wo jetzt der Weg hoch zum Pavillon ist, hat man noch die Bienenkästen. Die waren da ja auch noch. Ach ja, ach ja. Ich glaube, weitergemacht hatten wir dann hier drüben mit dem Hühnerstall. Und mit dem Feld. Da wurde jetzt diese kleine Pferdekoppel und hier der Werkzeugraum ist. Da hatten wir ja vorher jetzt hier ein Feld. Das hatten wir ja auch abgerissen und ja, wir haben eigentlich noch keinen Ersatz dafür. Aber egal. Aber das ist auch schon nicht mehr.
Ich glaube, nach dem Hühnerstall hatten wir sogar schon den Marktplatz hier. Ich glaube schon. Boah, und ich weiß noch, als ich an genau dieser dummen Stelle von diesem blöden Creeper, der einfach hier hinter dem Stand, der hervorkam, einfach in die Luft gesprengt wurde. Dieser Bastard. Und ich glaube, ich habe es. Komm, das muss jetzt auch mal sein. Sicherheit geht vor, meine lieben Freunde. Denn wenn wir in den Brunnen fallen, wollen wir auch wieder herauskommen. Bumm. Ha. Ach ja. Genau, dann hatten wir hier diese kleinen Marktstände, den Brunnen in der Mitte. Ach, und ich weiß noch, wie ich mit den Stühlen hier immer Mist gebaut habe, weil ich einfach nicht verstanden habe, wie die Lehnen da dran gefriemelt wurden. Oh je. Juhu. Was kam denn dann als nächstes? Ich glaube, als nächstes kam sogar schon dieser Stall. Der Viehstall. Na du? Na du? Wer ist ein schielendes, kleines, hässliches Schaf? Ja, du bist das. Ja, du. Boah, ist hier laut. Aber ja. Ich glaube, dann als nächstes hatten wir uns schon in Richtung Wald ausgebreitet. Dann hatten wir hier hinten einen Schlenker gemacht und sind über die Brücke. Das ist alles schon so lange her. Und wie klein wir angefangen haben und wie viel das jetzt einfach schon geworden ist. Ja, und hier hatten wir ja eigentlich den ursprünglichen Pavillon hingesetzt, ne? Den hat man ja dann mitten im Bau schon wieder weggerissen. Boah, das war was. Hier hat man ja auch noch den ganzen Berg angepasst, dass wir hier die Treppe anständig hochmachen konnten. Und das verliert man auch immer wieder ein bisschen aus den Augen. Ich weiß noch, am Anfang war ich immer so total begeistert, wie schön das war hier mit diesem saftigen Grün und den bunten Blumen. Und es ist ja immer noch schön. Dann hier mitten im Grün, dann noch diese kleinen Weglaternen. Das ist einfach schön. Dann hat man hier diese kleine Jägerhütte gemacht, die wir mittlerweile sogar eingerichtet haben. Klein schnuckelig mit einem Teppich, einem kleinen Esstisch. Dann geht's hoch mit einem kleinen Bettlein, ein paar Büchern. Ist schön. Ja, und dann war ja hier hinten ursprünglich noch unsere Holzfabrik. Da steht auch immer noch was, ein paar Überreste. Aber ich weiß nicht, ob wir die Baumfarm wirklich da lassen oder ob wir generell überhaupt eine Baumfarm brauchen. Wir könnten vielleicht noch so einen kleinen Förster mit einem kleinen Türmchen machen. Aber ich weiß nicht. Meistens ist es, glaube ich, intelligenter, wenn man was baut, sich einfach nebendran die Bäume zu pflanzen, um Holz zu machen. Werden wir sehen in der Zukunft. So, und dann glaube ich, als nächstes kam sogar schon dieses Eckhaus. Das hat gute Eckhaus. Das hat auch eine Weile gedauert. Wir haben immer noch nicht hier hinten dran den Berg nochmal angepasst. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber das war auch eine Aktion hier. Und es ist immer noch so leer. Wollte gerade sagen, da waren noch CDs drin. Die hat man gerade gar nicht so richtig gesehen. Ach, da wollten wir ja eigentlich hier noch die Tanzfläche machen. Mit der Jukebox. Bräuchten wir eigentlich mal noch ein paar mehr, ne? Hier oben die Druckerpresse. Für die Bilder. So, und ich glaube, als nächstes sind wir dann in Richtung Schmiede gegangen, ne? Dann war die Schmiede dran.
Oder hat man den Pavillon schon vorher? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall kann man dann auf die Entscheidung, dass die Bienen hier vielleicht nicht so ganz passen, dass sie ein bisschen weiter außerhalb sein sollten. Und dass doch hier oben, so mit ein bisschen Ausblick, der Pavillon viel besser hinpassen würde. Was letzten Endes natürlich stimmt. Weil hier so schön umringt von Bäumen unsere Teleportstation. Und ich mag solche Wege hier so ein bisschen an den Hügel angepasst. Ich mag das sehr gerne. Ich mag auch gerade diese kleine Stelle. Man hat hier diese kleineren Bäume, dass da so ein bisschen doch die Sicht blockiert ist. Und dann hat man hier diese Weglaterne und dann einfach dieses kleine freie Stück, wo man auf den Fluss gucken kann. Ich mag sowas echt sehr gerne. Dann noch mit der Mühle im Hintergrund, das ist einfach ein echt schönes Bild hier, muss ich sagen. Und obwohl Minecraft wirklich so simpel ist und wirklich nur diese 16x16 Pixel für jeden Block hat, man kann es sich echt schön machen. Man kann es sich einfach schön machen. So, aber wir wollten noch mal zur Schmiede gehen. Ach, und ich weiß auch noch damals, ich baue ja alles vor, das wisst ihr ja, als ich da hinten die Schmiede hatte und dann geguckt habe, wie kann man das noch ein bisschen aufhübschen und dann das mit den Blumen. Ach ja. Da war ich auch richtig glücklich, als ich bei diesem Anblick dann hier stand mit den ganzen Kübeln, mit den Blümchen. War schön. Genau, da hatten wir dann hier diese Schmiede. Da bin ich auch mal gespannt, ob das mit Tinker's Constructs klappt. Dann können wir nämlich das Ding hier. Jo, der. Moment, warum seid ihr beide in einem. Egal. Macht doch, was ihr wollt. Auf jeden Fall können wir dann diesen Ofen hier durch einen richtigen von Tinker's Constructs ersetzen. Das passt dann hier auch richtig gut rein. Da freue ich mich auch schon. Ja, und die Schmiede stand ja auch recht lange leer. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Haben wir ein paar schöne Regale mit Werkzeugen, ein paar Waffenständern, alles schön. Kleiner Schaukasten mit einem Glitzerstock. Hinten auch noch ein kleiner Wohnbereich. Und ich sollte mir mal wieder einen Hamburger zwischen die Kiemen schieben. Ach ja. Dann hier noch den zweiten Ausgang mit einem kleinen Außenbereich. Das wird schön. Wenn wir dann Tinker's Constructs haben, wird es auch hier draußen ein bisschen belebter. Genau, und dann haben wir hier noch diesen Pferdeunterstand gebaut, damit wir uns endlich mal Hotte Hüs besorgen konnten. Die Schmiede, die Mine noch ausgebaut. Ich weiß auch nicht, wie lange dieser Vorraum nicht fertig war. Aber das hier sieht eigentlich schon ganz, ganz hübsch aus. Genau, und dann hat man hier zwischendrin noch das Sojafeld, als wir dann angefangen haben, richtiges Essen zu machen. Was einfach letzten Endes kompletter Overkill eigentlich ist. Aber ja. Overkill haben wir an anderer Stelle noch viel, viel mehr als dieses Sojafeld. Oh Gott. Oh Gott. Jo, und ich glaube, hatten wir erst die Mühle gebaut oder gingen wir erst in Richtung Gasthaus? Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir als erstes gemacht haben, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Haben wir erst die Mühle gemacht oder hatten wir erst das Gasthaus gemacht? Oder war es die Wassermühle? Nee, das Holzlager war, glaube ich, als erstes, oder? Das Holzlager. Ach, und ich mag das immer noch abends und nachts hier mit der Wegbeleuchtung.
Ist einfach so schön. Die Farben sind einfach so toll. Ach ja, hier hinten die Ecke. Das Holzlager. Und die coole Wassermühle. Wo ich schon oft genug Beschwerden hatte, dass das Wasserrad so überhaupt nicht funktionieren kann. Weil das viel zu tief drin ist, was eigentlich ja wahr ist, aber pst. Ach, und dann hier hinten das Gasthaus. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert. Aber ich bin so froh, dass wir es gemacht haben. Da war das NPC-Dorf da weg und die ganzen Leute sind hier drin. Na Jungs, alles klar? Hey, Barkeeper, noch eine Cola. Ist ja völlig leer. Ja, damit oben den schönen Zimmern. Hier ist richtig Leben drin. Ich finde es echt cool, dass die Zimmer wirklich als Behausung dann sehen. Dann hier natürlich noch schön kleine Zimmer unterm Dach. Ach, das war schön. Hier müsste eigentlich noch ein Bild hin. So, lass mich mal durch. Ich muss hier raus. Ha. Jo, dann auch hier noch eine kleine Pferdestation. Und eigentlich wollten wir hier ja große Obstgärten anlegen. Ich glaube, es sind immer nur noch diese 4 Kirschbäume hier, ne? Ja. Da hinten. So, und dann kommen wir mal zur Mühle. War jetzt, glaube ich, nicht ganz chronologisch, weil die Mühle war definitiv nicht das Letzte, was wir da hatten. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Auf die Mühle bin ich ja immer noch so ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich zugeben muss, die Form der... Der Flügel habe ich mir abgeguckt, diese rundliche Form. Habe sie zwar auch minimal geändert und größer gemacht, aber diese Idee habe ich mir abgeguckt. Aber ich finde, gerade bei Minecraft ist es eigentlich überhaupt kein Problem, wenn man sich einfach ein bisschen Inspiration von anderen holt. Das ist alles kein Problem. Ich meine, man sollte es natürlich nicht übertreiben und einfach komplett 1:1 alles von jemand anderem nachbauen und dann sagen, oh, kann ich gut bauen, bin ich toll. Das ist dann assi. Aber wenn man sich nur ein bisschen Inspiration holt, ist alles gut. Ach ja, mit dieser unendlich langen Treppe hier drin. Ich glaube, da gehe ich jetzt nicht hoch. Vor allem, weil man von oben nicht mal einen tollen Ausblick hat. Ja, aber die Mühle hier gerade auch mit dem Feld, das wir jetzt in der vorletzten Folge hier auf der einen Seite fertig gemacht haben. Das ist schon ein Projekt, sag ich euch. Aber das muss ich euch ja nicht sagen. Ihr habt euch ja lang genug anschauen müssen, wie ich hier die Felder mache. Genau, und dann hier nebenan hatten wir ja eigentlich noch ein Essenslager. Das vergesse ich immer wieder. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht weil es so abseits ist und wir so selten hingehen. Aber da hatte ich auch lang gefriemelt beim Vorbauen, bis ich hier... Ich meine, ich will das ja dann immer so bauen, dass das zukunftssicher ist, dass wir hier wirklich alles unterbringen können, was es gibt. Zumindest bei Pam's Harvestcraft und im Vanilla Minecraft. Dann haben wir hier sogar noch eine automatische Sortierung drin. Sollten wir eigentlich mal öfter benutzen. Wobei ich glaube, das wird erst der Fall sein, wenn wir auch wirklich Felder haben, beziehungsweise wenn wir anfangen, noch ein bisschen mehr verschiedene Sachen anzubauen. So, und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist die kleine Hexenhütte im Sumpf. Die gibt's ja auch noch.
Und da wird es echt Zeit, dass wir mal den Weg noch dahin ziehen. Das wird Zeit. So, da geht's da hinten entlang. Da war leider wieder die Lichtbugs. Hinten fehlt auch noch die Wegbeleuchtung. Die haben wir noch nicht komplett rumgezogen. Genau, dann wollten wir ja hier auch noch eine kleine Abzweigung machen Richtung Wald. So, dann machen wir einmal Bing. So, und dann sind wir hier bei unserem Bambusblock, den wir immer schön für Kompost benutzen können. Ah, dann haben wir hier hinten noch die Sumpfhütte, die wir gefunden hatten. Ach, und das schöne Grillenzirpen. Mach doch die Atmosphäre kaputt, Ente. Meine Güte. Aber der Sumpf ist eigentlich auch echt cool. Man muss ja eigentlich sagen, die Hütte hätte noch so ein bisschen vermoderter sein müssen und ein bisschen anderem Stil. Aber eigentlich muss ich sagen, gefällt mir das eigentlich auch sehr, sehr gut, dass wir hier das so ein bisschen auf einem Fundament haben. Dann hier so schön überall die Ranken, so versteckt inmitten von Weiden und Ranken. Dann haben wir hier noch so den kleinen Kessel mit den Kürbissen. Ich mag das eigentlich auch recht gerne, dass wir das dann hier noch so halb im Wasser stehen haben. Also man erkennt schon, dass es so eine kleine Hexenhütte, Schrägstrich Alchemiehütte sein soll. Schön abgelegen im Sumpf, ein bisschen vermoost und vermodert. Recht klein und kompakt. Aber trotzdem schick. Also ich finde es schon sehr atmosphärisch hier eigentlich. Müssen echt mal noch den Weg hier hinbauen. So, und zu guter Letzt gehen wir mal noch zu unserem Aussichtsturm. Allerdings, ja, ich hätte die Folge da eigentlich gerne beendet mit einem Überblick, aber allerdings, bevor ich die Welt hier drumherum lösche, müsste ich vielleicht mal noch gerade zu den Stellen gehen, die dann gelöscht werden und gucken, ja, was da überhaupt noch ist. Weil da sind ja noch Truhen und wir hatten noch ein paar Sachen. Die wollte ich ja dann noch mitnehmen, ne? So, und hier hinten rum wollten wir ja auch noch einen zweiten Weg machen. Als kleinen Anschluss. Aber das kommt irgendwann noch. Genau, da ging es ja hinten rum. Und hier den Berg hoch. Ah, hier die Stelle finde ich auch schön. Auch so einen schönen Ausblick. Ah, und jetzt geht die Sonne auch noch so schön auf. Ah, ich mag das einfach, Minecraft mit Shadern. Ach ja. Oh, hier fehlt ja noch ein Geländer. Ist ja voll unsicher. Wird die Bauaufsicht aber meckern. So, dann geht's hier hoch. Schwupp. Ach ja. Unser Dörfli. Mit ein paar fehlenden Chunks. Es ist einfach schön. Ich will's einfach nicht aufgeben. Ich will's nicht aufgeben. Ich will weitermachen. Und wieder runter. Dann gehen wir jetzt mal noch gerade in die Wüste zum Tempel und zum Baum des Lebens. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns erst wieder mit neuen Mods.
Boah, ich hoffe so sehr, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das wäre so schön. Ah, das wäre so schön. Aber man muss wirklich sagen, jetzt wo man nochmal überall war und alles angeguckt hat, merkt man erst wieder, wie viel das eigentlich schon ist. Und was für eine große Fläche wir hier eigentlich schon, ja, eigentlich für uns ergriffen haben und bebaut haben. Man wird hier richtig nostalgisch, obwohl es noch nicht so lange her ist. Ach, wie wird sich dann Gronkh zum Beispiel fühlen, wenn er sich seine alte Vanilla-Minecraft-Let's Play-Welt nochmal anguckt? Das ist ja jetzt auch schon so ewig, ewig her. Ach, naja, wir gehen jetzt mal zum Teleporter. Sonst findet diese Folge ja nie ein Ende. Folge 300 soll ja Überlänge haben, nicht diese. So. Drücken wir mal das Knöppi. So. Boah, das war was ich. Nee, das war keine Special-Folge. Aber da waren wir auch mit Mr. Fail unterwegs, als wir das hier gefunden haben. Genau, das hier sollten wir zum Beispiel nicht mitnehmen, weil der Zaubertisch, gerade der verbesserte, ist nicht ganz billig. Dann hier den Kram haben wir schon mitgenommen. Das ist gut. Dann nehme ich das hier mal gerade mit. So. Die ganzen guten Bücher. Und zu guter Letzt natürlich auch das Ding. So. Ansonsten können wir mal gerade ein letztes Mal unten unser, ja, möchte gern Stargate angucken. Boah, aber das war am Anfang so geil. Ich finde das immer noch so erstaunlich hier mit den Bäumen, wie das gemacht ist. Ich liebe sowas echt. Ach Gott. Ja, und dann ist auch dieser Schandfleck meiner Faulheit auch weg. Aber ich glaube, so will ich mein Netherportal auch in Zukunft trotzdem haben. So im Stargate-Stil. Ich habe mir jetzt letztens nicht nur nochmal Stargate komplett angeguckt, sondern auch Stargate Atlantis. Ich mag die Serie. So, dann auf in die Wüste. Wobei, die Wüste, die werden wir wiedersehen. Die wurde ja noch generiert mit dem normalen World Generator. Die sollten wir wieder haben. Och, hier haben wir ja noch ein bisschen Kram. Ja, Treibsand, der kann hier bleiben. Das will doch keiner. Aber ansonsten, hier wollten wir ja eigentlich auch noch einen Außenposten bauen. Das können wir ja immer noch machen. Das können wir immer noch machen. Aber ansonsten gibt es ja eigentlich nicht mehr zu sehen. Außer halt Wüste. Und dann gehen wir noch einmal zum Baum des Lebens. Boah, das Ding ist auch so gut gemacht. Ich liebe dieses Teil. Gerade auch hier das mit dem Marmor, diese Architektur hier noch drumherum. Das ist einfach echt, echt cool. Ich mag das sehr, sehr, sehr gerne. Einfach wie liebevoll das hier auch mit diesen Quarterlocks gemacht ist. Also wirklich, wirklich, wirklich Hut ab an die Leute, die das hier alles gebaut haben. Hier liegt halt überall Krimskrams drin, den wir aber, um ehrlich zu sein, nicht wirklich alles mitnehmen müssen. Hier ist halt
Eine Küche mit ein bisschen Essen. Hier, das haben wir gelootet. Oder gibt es hier noch irgendwas, was ich wirklich mitnehmen will? Eigentlich nicht so großartig. Was ich vielleicht mitnehmen würde, wären hier die Säfte. Weil die können wir dann einfach in unser Gasthaus, in die Bar stellen. Hier das bisschen Essen, das... Oh doch, das bringt ein bisschen was. Gerade das hier, das könnte man noch mitnehmen. Ach komm, Essen ist Essen. Wir haben sowieso unseren Essensrucksack dabei. Nehmen wir das einfach alles mit. Oh, Kakao. Das Fleisch. Können wir ja alles einfach hier reinschmeißen. Stört ja nicht. So, die ganzen Säfte, die wir dann in unsere Bar stellen können. Dann das ganze Fleisch, das rohe und das gekochte. So. Das ist ja alles kein Problem. Dann hatten wir ja hier überall noch diese kleinen Häuser. Und ich mag, dass wie das hier mit den Hebeln gemacht ist, als ob das die Zäune praktisch hält. Das finde ich so... so liebevoll einfach gemacht. Hier war auch überall noch ein bisschen Krimskrams drin, aber das lohnt sich jetzt nicht, das nochmal alles abzusuchen. Und wer weiß, vielleicht finden wir den Baum ja einfach nochmal. Irgendwie sind die FPS gerade nicht so prickelnd, habe ich das Gefühl. Ruckel, ruckel, ruckel. Jetzt ist besser. Manchmal frage ich mich, warum. So, aber wo war denn der Königspalast? Hier oben war noch so eine kleine Koppel. Ging es hier nach oben dahin? Ja. Hier der Thron des Feenkönigs. Und hier das Schwert. Das hatten wir damals stecken lassen, aber diesmal nehmen wir es mit. Golden Sword. Unbreaking Sharpness, Knockback, Looting. Eigentlich ganz cool. Leider nicht eigens benannt. Das finde ich schade. Ich mag immer, wenn die Sachen einen eigenen Namen bekommen. Genau, und hier hatten wir die ganzen Bücher. Die nehmen wir auch mal noch mit. Die stellen wir uns irgendwo in ein Regal. Die wollten wir ja eigentlich auch noch vorlesen, ne? Wobei, die waren alle sehr ähnlich, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, es gab auch einen Weg, die selber zu machen, dass die so randomisiert erstellt werden. Aber egal, wir nehmen sie mit und stellen sie uns irgendwo schön in ein Regal rein. So, aber das war's eigentlich auch schon hier. Ah, es ist einfach richtig cool. Dieses Teil. Ich hoffe, wir finden das in der neuen Welt auch nochmal. Es wäre so schön. Gut, dann gehen wir jetzt noch einmal in unser Dorf, beenden dort die Folge. Und dann bin ich mal gespannt, unter welchen Umständen wir uns das nächste Mal dann sehen. Zumindest in diesem Let's Play. So. Knopf drücken. Dann einmal hier rüber und nochmal zum Dorf. Und da setzt auch die Musik ein. So, liebe Freunde. Danke für die Reise bis hierher. In der nächsten Folge geht's mit dem alten Dorf, aber einer neuen restlichen Welt weiter. Drückt die Daumen, dass das also klappt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.